Das ist Julia. Julia ist Geschäftsführerin eines Familienunternehmens mit langjähriger Tradition. Sie steht vor einem Problem. Ihre Services müssen intelligenter und schneller werden, bei idealerweise noch besserer Qualität, da sie ansonsten die Wünsche ihrer Kunden nicht mehr erfüllen. Julia weiß, dass sie dafür etwas Neues entwickeln muss, da es nichts Vergleichbares gibt. Aber sie ist kein Innovationsprofi. Daher zieht sie eine Innovationsexpertin zu Rate. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Innovationsmethoden können ihr helfen, das Problem genau zu analysieren und Lösungen zu finden. Doch wie soll sie all das finanzieren? Da gibt ihr der Innovationsprofi einen Tipp. Die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt mit dem Programm Impact Innovation genau solche Projekte. Für eine Förderung durch Impact Innovation braucht Julia kein fertiges Produktkonzept. Sie muss lediglich ein Problem erkannt und definiert haben, es mit dem Einsatz von Innovationsmethoden lösen wollen und auf dem Weg zu einer Lösung relevante Akteure wie Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten einbinden, um die Bedürfnisse aller Beteiligten optimal zu berücksichtigen. Bei Bedarf fördert Impact Innovation auch Innovationsexperten, die sie unterstützen. Julia reicht ein und hat Erfolg. Ihr Projekt wird gefördert. Jetzt geht es richtig los. Sie arbeitet Ideen aus und testet immer wieder mit allen Beteiligten, ob sie auf dem richtigen Weg ist. Am Ende dieses Prozesses hat Julia eine digitale Lösung entwickelt, die ihren Kunden neue Möglichkeiten bietet. Volltreffer! Der neue Service hebt ab und lockt auch neue Kunden an. Impact Innovation unterstützt nicht nur Julia und ihr Familienunternehmen, sondern alle Klein- und Mittelbetriebe. Von traditionellen Gewerbebetrieben über Dienstleisterunternehmen und Start-ups bis hin zu sozialen Organisationen, gemeinnützigen Vereinen und vielen mehr. Thematische Einschränkungen gibt es nicht. Habt ihr auch ein Problem identifiziert und wollt es lösen? Informiert euch jetzt auf www.ffg.at/impactinnovation.